Hi Leute! So, bevor wir mit dem Video anfangen, muss ich euch einmal kurz was zeigen, was ich mir geleistet habe. Und zwar, ihr kennt doch bestimmt den Timo, Lion TV. Da habe ich mir was bestellt von Sex Street Boys. Und zwar einmal diese voll coole Mütze. Tut die Banane. Die ist voll cool. Die habe ich mir bestellt und. Und das. So ein Swag YOLO Hipster Hoodie. Moment. So, hier. Und der ist voll cool, der ist richtig gemütlich und richtig, richtig cool. Und das wollte ich euch eigentlich auch nur zeigen. Und dann kann es jetzt gleich losgehen mit dem Video. So, also ich habe heute mal ein Video gemacht über die schlechtesten Anmachsprüche oder Flirtsprüche, je nachdem. Und das fing alles so an, ich war gestern hier mit einer Freundin. Und ich hab mir so Augenbrauen... gekauft, wie auch immer. Und das haben wir ausprobiert. Und natürlich, da waren Schablonen drin. Und dann haben wir uns super sexy Augenbrauen gemacht. Und auf jeden Fall sind wir dann auf die glorreiche Idee gekommen, dass ich dieses Video mache. Und dazu habe ich meinen Bruder eingeladen. Und zwar Murat. Das hier ist Murat. Hallo, ich bin Murat. Ich wollte euch nur eine Sache sagen. Kommt ihr mir zu nah? Verkloppe ich euch. Ist es klar? Ja. Und der Murat ist nicht so gut im Flirten. Nein. Deswegen zeige ich euch jetzt mal seine berühmt-berüchtigten Flirtsprüche. So, fangen wir an. Nummer 1. Na, Schnitte, schon belegt. Schön, oder? Nummer 2. Kann es sein, dass deine Eltern Terroristen sind? Du bist so scharf wie eine Bombe. Nummer 3. Hey, Perle, gibst du mir deine Handynummer? Ich habe meine verloren. Nummer 4. Alles klar, im BH. Nummer 5. Sag mal, hat es wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? So. Nummer 6. Sag mal, kannst du gut schwimmen? Ja? Gut, dann kann ich dich ja ohne Probleme ins Becken stoßen. Nummer 7. Deine Augen haben die gleiche Farbe wie meine Bettwäsche, Süße. Nummer 8. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Nummer 9. Ich trink Uso. Was machst du so? Nummer 10. So viele Kurven und ich ohne Bremsen. Nummer 11. Alles fit im Schritt. Nummer 12. Mein Name ist Romeo. Möchtest du meine Julia sein? Und Nummer 13. Ich liebe dein Linksbein wie Weihnachten und dein rechtes Bein wie Ostern. Darf ich zwischen den Feiertagen mal vorbeischauen? So. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt kein Beispiel daran genommen. Ihr werdet das nicht ausprobieren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Zum Schluss kommen noch ein paar Outtakes, wie man es nennen möchte. Einfach ein bisschen. Naja, und wie ihr vielleicht jetzt gemerkt habt an diesem Video, ich habe ein bisschen einen am Helm. Aber na gut, das Video musste jetzt einfach mal sein. Und gut, wenn euch das gefallen hat, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten... war's das von mir? Vielleicht hat Murat noch was zu sagen. Ansonsten bis dann. So und somit, Leute, Peace und haut rein. Wisst ihr, woran ich bei dem Pulli immer denken muss? Kennt ihr Spaghetti Bolognese? Daran muss ich immer denken. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall bin ich jetzt voll cool. Was ich dazu noch sage?
Dreieck nicht vergessen, liebe Leute. Leute, ich übernehme heute den Kanal von Vanessa. Ich habe eine Frage. Wollt ihr wissen, wie man diese Augenbrauen macht? Ich kann euch gerne ein Tutorial dazu zeigen. Okay? Boah, ist die Alte geil. So muss das laufen. Oh. Willst du mir deine Handynummer geben? You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel in my belly. You can be the captain and I can be a first mate.